Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Dragon's Dogma 2. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Schreibt es mir mal gern in die Kommentare. Ja, das Spiel kommt aktuell erst am 22. März raus, aber man kann sich vorher schon seinen Charakter erstellen und genau das werden wir uns jetzt heute mal anschauen. Und da die Charaktererstellung in diesem Spiel so detailliert erfolgen kann, habe ich mir niemanden anderen ausgesucht als die liebe Lagatha von Vikings. Eine wirklich richtig krass geile Frau und ich möchte sie gerne nachmachen. Viel Spaß! So, erstmal müssen wir natürlich einmal die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Mit Rechtsklick ist zurück, Änderung speichern, ja, Änderung gespeichert. Also, wir haben jetzt hier die Charakterauswahl. Einmal haben wir Erweckte. Der Erweckte ist der Charakter, den du während des Spiels steuerst. Und dann haben wir den Hauptvasall. Dein Hauptvasall ist dein loyaler Gefährte, der dich auf dem gesamten Abenteuer begleiten wird. Wir werden natürlich jetzt den Erweckten erstellen, beziehungsweise die Erweckte. Wähle einen Speicherplatz für deinen Charakter aus. Dann nehmen wir doch gleich den ersten. Erstelle den Erweckten. Du kannst entweder eine Voreinstellung auswählen oder deinen Charakter von Grund auf neu erstellen. Wir werden ihn neu erstellen. Wähle eine Rasse, einen Körpertypen und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du anpassen willst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Okay. Natürlich brauchen wir eine Dame. Was ist denn das hier? Sieht irgendwie aus wie so eine, wie so ein halber Tiger oder Löwe. Er auch und die zwei sind normal. So, wir brauchen natürlich eine Frau. Mit F ist bestätigen. Charaktererstellung. Der Basiskörper. Was gibt es denn alles für Basiskörper? Hier ist ein bisschen schlanker, hier ist ein bisschen molliger. Hier ist ein bisschen kräftiger auch. Wow, die hat ja hier die richtig krassen... Weiß nicht, wie man es nennt. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Es geht also quasi auch nach Größe. Gut, da Lagatha ja eigentlich eine ziemlich kleine Person ist, wie ich mir das so vorstellen könnte, werden wir sie auch klein machen. Die Frage ist nur, nehmen wir diesen Körper? Ich denke schon, weil sie ist ja eigentlich... nicht kräftig gewesen, sondern schon zierlich. Ich glaube, wir nehmen den Körper hier. Passe das Gesicht nach deinen Vorlieben an, indem du es in drei Stufen konfigurierst. Du kannst dann an dem Kopf, den du als Basis ausgewählt hast, weitere Bearbeitungen vornehmen. Also der Basiskopf. Sie ist hier auf jeden Fall schmal. Also die Kopfform, denke ich, stimmt schon fast. Sie müsste ein bisschen schmäler sein. Aber gucken wir doch mal, was wir noch haben. Passt es? Also der Kopf hier, war es der da? Der würde auf jeden Fall auch passen, wenn er ein bisschen schmäler wäre. Aber das kann man ja anpassen. Die Lippen sehen auf jeden Fall schon gut aus. Was gibt es denn noch alles so für Köpfe? Oh, guck mal, die hat Elfenohren. Ach so, Moment, wir sind ja hier schon wieder zurück. Hier sind die restlichen Köpfe. Wobei der Kopf mir auch gut gefällt. So, mit E können wir dann eine Seite weitergehen. Also ich muss ja sagen, es gibt schon auf jeden Fall richtig viele Vorauswahlen zu treffen. Ah, die ist aber auch hübsch. Könnte das auch zu Lagatha passen? Von der Gesichtsform? Könnte eigentlich auch passen. Gucken wir mal weiter. Merken wir uns mal, dass wir die Seite 3 nicht vergessen. Okay. Oh, und hier kommen jetzt unsere alten Ladies. Ja gut, okay, da sind wir aber falsch. Dann gehen wir wieder zur Seite 3 und nehmen diesen Basiskopf. Hier kann man jetzt einfach nur die Haare und die Hautfarbe einstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch andere Haare bekommen. Was ist denn, wenn wir die nehmen? Wie sehen die denn aus?
Oh, die sind hier hinten so schön geflochten. Das ist auch nicht schlecht. Das möchte ich aber nicht. Also gehen wir wieder zurück. Ich glaube, ich würde gerne den Zopf hier erstmal nehmen. Von der Seite muss man es auch noch ein bisschen justieren, aber soweit sind wir ja noch lange nicht. So, was können wir denn jetzt auswählen? Die Dicke des Halses. Lagertha hat einen recht dünnen Hals. Also glaube ich, dass der erste schon der passende ist. Du möchtest einen Basiskopf... du hast einen Basiskopf ausgewählt. Möchtest du ihn weiter anpassen? Ja. Oh wow, jetzt haben wir hier wirklich alles. Körpergröße, Rumpflänge, Muskelstil und so weiter. Hier kann ich jetzt aber, glaube ich, nichts ändern. Hier kann man den Kopf ändern. Kann man hier irgendwie das noch näher ranzoomen? Ja, das geht. So vielleicht. Also, die Unterlippen, die müssen ein bisschen dünner sein. Aber wir sind ja jetzt erstmal bei der Größe vom Kopf. Wie sieht denn das aus, wenn wir das jetzt hier so machen? Aha, da wird also einfach nur der Kopf größer oder kleiner. Wir lassen jetzt so die Länge vom Kopf. Ich glaube, Lagertha hat ein bisschen ein schmäleres Gesicht. Jetzt weiß ich nicht, ob man das dann mit der Länge hinkriegt oder nicht. Ich lasse es jetzt mal hier da, wo es war. Breite. Ja, so glaube ich, müsste es passen. Tiefe. Was ist die Tiefe? Moment mal. Ich muss hier nochmal gucken. Was ändert sich denn bei der Tiefe? Ach so. Okay, so sollte das passen. Länge Hals. Wenn ich mir das so anschaue, hat sie, glaube ich, ein bisschen längeren Hals. Aber so ist es zu lang. Ich denke, so passt. Und die Dicke vom Hals kann man noch ändern. Machen wir ihn ein bisschen dünner. Okay, gut. Alt ist abschließen, F ist bestätigen. Wenn ich jetzt auf F klicke... Die Kategorie Kopf folgendermaßen ändern. Nein, muss ich auf Abschließen gehen. Ja. Detaillierte Anpassung, da müssen wir wieder rein. Den Kopf haben wir schon. Oberkörper. Oh wow, jetzt geht's hier los. So, jetzt habe ich natürlich kein Bild von ihr im Ganzen. Schulterbreite. Ich denke, das passt zu Schultergröße. Boah, keine Ahnung, Leute. Wir lassen es jetzt mal so. Die Brustdicke, ja. Ich glaube, sie hatte nicht so dicke Brüste. Machen wir es mal so. Ach so, die Brustdicke, hä? Verspurt? Hier ist die Brustgröße. Ich glaube, ich würde es jetzt mal so lassen. Ich denke, das passt. Brusthöhe. Ja, so sieht es besser aus. Rumpfbreite. Müssen wir jetzt wieder höher. Ah. Nee, sie ist eigentlich schon sehr schmal gewesen. Rumpftiefe. Die Armlänge. Nee, die lassen wir mal voreingestellt. Die Armgröße ist auch eher schmäler. Oberarmdicke. Upp, machen wir sie zu dem Muscle Man. Können wir, glaube ich, auch so lassen. Und Unterarm auch. Dann alt abschließen. Detaillierte Anpassung, Unterkörper, Taillenbreite. Dann schieben wir dich mal wieder ein bisschen höher. Sieht irgendwie doof aus. Taillengröße. Po-Größe, die kann man auch anpassen. Okay.
Jetzt wird's wild. Geben wir ihr so ein Booty. Schenkelgröße. Und was so? Wadengröße. Auch ein bisschen dünner. Okay, dann wieder abschließen. Körperhaltung. Bewegungsstil. Läuft irgendwie komisch. Weiß jetzt auch nicht. Also so richtig weiblich, ne? Schaut das jetzt nicht aus. Was kann man denn hier bei Ellenbogenwinkel machen? Ach so, wie stark sie die Arme bewegt. Das hätte ich eigentlich gern relativ normal. Kniewinkel. Oh nee, bitte normal. Körperhaltung. Oh ja, genau. Nee, einfach ganz normal, genau. Ich glaube, ich würde sie jetzt so lassen. Ich habe keine Ahnung, ey. Schauen wir nochmal rein. Körper zurücksetzen. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Kopf. Basiskopf, Haut. Grundstil der Haut. Tun wir sie uns nochmal ein bisschen näher ran. So, Lagertha ist ja wirklich sehr hell gewesen. Schauen wir mal, was ist alles für Grundstile gibt. Oh, wow. Ach, wartet mal. Hier sind wir bei der ersten. Das ist aber noch ein bisschen zu braun. Wir brauchen was Helleres. Ach so, Quatsch. Ich war bei der... Wow, Hilfe, Leute. Den Grundstil ja erstmal. Ich glaube, das hier ist gut. Hautfarbe. Ach so, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ist alles so verwirrend. Nee, das braucht man nicht. Ich glaube, ich lasse jetzt die drei. Und die Hautfarbe passt eigentlich soweit auch. Falten hat sie ja mal absolut gar keine. Glanz der Haut. Oh, sieht voll eingeölt aus. Nee, nee. Wir machen, keine Ahnung, es war jetzt hier. Ja, einfach vielleicht hier. Abschließen. Hier waren wir. Augenbrauen. Jetzt wird es dann langsam interessant. Huch. Halt, stopp. Hilfe. Detaillierte Anpassung. Augenbrauen, please. Okay, also Lagerthas Augen sind auf jeden Fall ein bisschen weiter unten. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann vielleicht nicht lieber die Augen zuerst macht. Also, gucken wir mal. Die Höhe passt. Breite. Sie sind, glaube ich, ein bisschen breiter. Ach so, die Breite von der Nase weg. Ich glaube, das passt. Tiefe. Müsste so, glaube ich, passen. Die Winkel. Oh. Oh, das ist aber auch schön. Nee, aber Lagertha hat relativ gerade Augen. Linkes, da kann man... Okay, da macht sie einfach nur das Auge zu. Ich weiß jetzt den Hintergrund aber noch nicht. Augen zusammenkneifen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Vielleicht nicht ganz so weit. 56? Kriegen wir das hin? Ja. Okay, dann haben wir auf jeden Fall das hier. Aber eigentlich stimmt's nicht, weil die Augen, die müssten so ein bisschen
bisschen so schlupfliedmäßig sein. Müssen wir gucken, wie man das vielleicht irgendwie hinkriegt. Vielleicht geht's mit den Augenbrauen. Abstand, Tiefe, Winkelkrümmung. Die Höhe der Augenbrauen. Sieht eigentlich passend aus, so. Die Abstand ist bei ihr, glaube ich, ein bisschen breiter. Tiefe. Da wird es so dunkel am Auge irgendwie. Machen wir es mal so. Innen, tiefe innen. Ach so, was ist das hier? Da ist es ungefähr so. Die Tiefe außen. Winkel der Augenbrauen. Okay, ich verstehe. Sie hat eigentlich ein bisschen so Krümmung. Ich glaube, das hat schon ganz gut gepasst, so. Augennase. So, die Nase. Da müssen wir einmal zur Seite. Aber ich glaube, prinzipiell ist die Nase schon gar nicht verkehrt, was Lagatha betrifft. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht so viel ändern. Zumindest nicht von der Seite. Oder? Nee, ich glaube, das passt. Schauen wir mal von vorne. Die Länge passt eigentlich. Sie müsste ein bisschen breiter sein. Nasenrücken. So. Höhe, Nasenrücken. Das kann man wieder nur von der Seite machen, gell? So ungefähr. Nasenrückenwölbung. Ja, sie hat ja so eine leichte, gewölbte Nase, die Lagatha, aber nicht so schlimm. Die Größe der Nasenflügel kann man sogar einstellen. Krass. So, die Höhe der Nasenflügel. Oh, geil. Miep. Miep. Nee, die sind eher hier unten. Breite. Ja, so vielleicht. Tiefe Nasenspitze. Müssen wir nochmal von der Seite gucken. Oh, nope. So ist es definitiv nicht. Sondern ungefähr so, hätte ich jetzt gesagt. Die Winkel. Ah. Sieht jetzt aus wie ein Schweinchen. Ja. 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 Spitzheit, Nasenspitze ist nicht spitz. Bestätigen. Wow, ey. Stil. Es gibt Ohrenstile. Aha. Okay. Ah, diese auch geil, solche Ohren. Aber Lagatha hat halt nicht solche Ohren, ne? Deswegen. Ich nehme jetzt die hier, die Größe. Bisschen kleiner. So. Winkel. Offenheit. Die Neigung. Spitzenläppchen. Läppchen. Nee, sie hat eigentlich so normale. Okay. Wangen. Dicke Wangenhals. Sie hat schon so ein bisschen. Am Kinn ist sie auf jeden Fall ein bisschen dicker. Wölbung Wange. Fetthals. Wartet mal, ist damit etwa Tatsache? Krass.
Damit ist ja ein Doppelkinn gemeint. Ist ja witzig. Breite der Wangen, das passt eigentlich alles schon so. Was gibt's als nächstes? Der Mund. Höhemund. Der Mund passt fast. Wir müssen die Unterlippe ein bisschen kleiner machen und die Oberlippe ein bisschen größer. Position Unterlippe. Naja. Aber kleiner wieso? Geht's nicht. Lippendicke. Kann ich da nicht die... Nee, kann ich anscheinend nicht. Kiefer, Kinn, breite Kiefer. Höhe, Kinn, breite Kinn. So sieht's gut aus. Dann sind wir, glaube ich, mit den Einstellungen erstmal durch. Die Frage ist, kann ich denn die Augenfarbe dann auch irgendwo ändern? Frisur. Schauen wir doch mal, was es alles für Frisuren gibt. Gehen wir mal zur ersten. Okay, die erste ist eine Glatze. Die Haare haben wir die hier. Das ist die, die wir eigentlich hatten, die 7. Oh Gott im Himmel. Das sind, glaube ich, die Männerfrisuren. Oh, das sieht eigentlich auch cool aus, aber nicht so für sie jetzt. Nee, nee, nee. Ja, das ist auch schön. Aber das passt nicht. Ich glaube, dass tatsächlich die 7 am besten gepasst hat, oder? Was ist das? Ja, die 2 Zöpfe sind scheiße, aber das Pony hiervon ist cool. Ah, das gibt es auch ohne den Pony. Gibt es auch so... Ach, das ist auch nicht so schlecht, aber... Oh, da kommen wir doch dem Wikingertum schon ein bisschen näher mit der Frisur. Merken wir uns mal die 46. Ne, wisst ihr was? Ich nehme jetzt die 46 gleich. Farbe Ansatz. Ach so, ja, wir brauchen es ja in... Oh, 135... Wir brauchen es ja in so einem Blond. Farbe Spitzen. Zeig mal von hinten. Ach so ist das, okay. Kann man hier auch... Ach, hier kann man, wenn man draufklickt, auch so gucken. Ja, dreh dich doch mal bitte. Die Frisur ist cool. Position Glanz. Ich sehe jetzt da gerade keinen Unterschied. Lassen wir es mal normal. Farbe anders, Farbverlauf. Das haben wir. Augenbrauen. Da gibt es auch noch eine Form. Okay, halt, stopp. Ah. Ein bisschen verplant ist es noch. Nein, ich möchte es nicht beenden. Mann. Augenbrauen. Wir haben die 14 aktuell. Okay. Bisschen dicker sind sie schon. Also die 4 ist auch nicht schlecht. Die 10 aber auch nicht. Die 10 ist es nicht. Ja, Quatsch, was war das jetzt? Ah, das ist die 14. Ja, die 14 oder die 4? Ich würde sagen, wir nehmen die 14. Die Farbe. Na gut, jetzt kommt's wieder. Die müssen ja auch so hell sein wie die Haare. Sie hat ja eigentlich eher noch ein bisschen ins Gelblichere das Ganze. Das gefällt mir aber nicht. Echt schwierig, Leute. Ich mache jetzt mal das hier. Dann haben wir zumindest schon mal die... Augenbrauen, Körperbehaarung zurücksetzen, hat sie ja nicht. Make-up, oh, jetzt geht's auch noch zu Make-up, Leute. Wo kann ich denn die Augenfarbe ändern? Hier.
Beide Augen, Stilaugen. Wir lassen es so. Voreinstellungen, Augenfarbe, keine Typ 1. Sie hat ja auch so ganz krasse blaue Augen. Boah, da kann man sich auch wieder... Wo ist denn blau? Ganz... Hier ist blau. Nee, ich will es doch sehen. Muss ich jetzt hier immer runter? Die hat dich jetzt genommen, ne? Schwarzen Unterton. Farbe, Augen, Sklera. Das ist das Weiße, kann es sein? Ja, das ist das Weiße. Oh ja, geil. Das kann man auch ganz dunkel machen. Das finde ich richtig geil. Aber wir brauchen es natürlich hell. Die Größe der Iris passt. Pupillengröße. Ja, nee, dann passt es so tatsächlich. Wimpern, Form. Was ist denn Typ 1? Ach so, es gibt nur, dann nehmen wir Typ 3. Wimpernfarbe, Ansatz ist schon schwarz, oder? Ja, das ist schwarz. Farbverlauf, Ansatz, Spitze. Ich sehe jetzt, glaube ich, nichts, was sich ändert. Seht ihr was? Die Länge. Machen wir mal so die Dichte. Okay. Lidschatten. Lidschattenstil. Sie hatte eigentlich immer so richtig krasse... So ungefähr, ne? Hier die 5. Lidschattenfarbe. Schwarz. Und die Farbe 2 ist auch schwarz. Intensität. Die waren ja eigentlich immer ganz dunkel geschminkt. Weite Lidschatten. Ach so. So oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Unterschiedlich bei ihr, ne? Sie hat einmal so, einmal so. Ich lasse es jetzt so. Die Deckkraft. Könnte schon so sein ungefähr. Metallischer Lidschatten. Glanz. Ich merke hier immer nichts bei diesem Glanz. Lassen wir es mal so. Eyeliner. Muss eigentlich auch ganz schwarz sein. Nee, ich glaube, ich würde das nehmen. Eyelinerfarbe ist schon schwarz. Die Weite. Ja, so ein bisschen zurück. Deckkraft immer hochschieben. Metallisch, ja. Mal so. Lippen. Sie hat relativ helle Lippen. Irgendwie. Es gibt nur 5 Typen. Dann nehmen wir Typ 1, die Lippenfarbe. Ist eher eigentlich in so einem Rosé, aber irgendwie zieht hier irgendwas, das sich ändern würde. Ich jetzt irgendwie nicht. Ja, komisch. Deckkraft. Also ich sehe jetzt tatsächlich nichts, was sich ändert. Okay, na gut. Dann lassen wir es so.
Gehen wir zu den Zähnen. Hier kann man einstellen, dass da welche fehlen. Das ist ja geil. Farbe, weiß. Ja. Lass mal's weiß. Und dann sind wir auch schon Tattoos, Dekors, Voreinstellungen, Tattoos, Körpertattoos. Boah, Alter, kann man hier viel einstellen. Das ist echt krass. Körpertattoos. Naja, Lagata hat ja, glaube ich, keine Tattoos, gell? Ja, deswegen würde ich das tatsächlich mal weglassen. Weil sie hat halt einfach keine, deswegen bringt es jetzt auch nichts. Narben, Schmutz, Narben links, Narben. Narbenkörper. Hat sie keine. Was ist denn das hier? Also ich glaube, Leute, dass wir dann mit der Erstellung tatsächlich fertig sind. Ich bin jetzt nicht ganz so zufrieden. Also so richtig wie Lagata sieht sie jetzt nicht aus. Wobei von der Seite geht es eigentlich. Zumindest was die Nase betrifft. Aber ich habe mein Bestes gegeben und ich hoffe trotzdem, dass sie euch gefällt. Ich überlege mal, vielleicht mache ich tatsächlich noch einen anderen Charakter, der dann von niemandem inspiriert ist, sondern der halt dann einfach nur so gemacht ist. Aber das überlege ich mir auf jeden Fall noch. Jetzt haben wir hier noch den Reiter Laufbahn. Da können wir jetzt halt einstellen, was sie sein soll. Kämpfer, Bogenschütze, Magier, Magier oder Dieb. Wartet mal, kann man sie nicht... Also, Kämpfer, Bogenschütze, Magier, Dieb. Diebe sind die wirbelnden Dolche des Schlachtfelds. Zu schnell für das Auge. Mit ihrer Geschwindigkeit und Agilität durchbrechen sie die Abwehr des Gegners. Das ist beim Kämpfer. Kämpfer stellen sich ihren Feinden im Nahkampf mit Schwert und Schild. Ihre mächtigen Hiebe und Gegenangriffe strecken Feinde mit Leichtigkeit nieder. Naja, also... ist wieder eine schwierige Entscheidung. Ich denke, ich würde jetzt tatsächlich zuerst mal den Kämpfer nehmen. Stimme. Also der Soldat fällt raus. Und der Ritter auch. Ich glaube, ich nehme das. Es kommt mir jetzt irgendwie am besten vor. Abschließen. Name, natürlich, Lunetra, bestätigen, Spitzname, Abby, nö, kann ich hier nichts eingeben? Okay, schauen wir mal, ob es Lagata gibt, Lady, nee, Lagata gibt's nicht, Ludo, Lulu. Nee. Ich glaube, den Spitznamen lassen wir weg. Bestätigen. Charakter fertigstellen und fortfahren. Die Daten dieses Charakters sind derzeit eingestellt, um in Dragon's Dogma 2 übernommen zu werden. Bei der Erstellung eines Charakters in Dragon's Dogma 2 hast du die Möglichkeit, bereits vorhandene Daten zu verwenden, um das Aussehen eines Charakters zu importieren, den du in der Demo-Version erstellt hast. Hier könnte man es jetzt kaufen oder nochmal einen neuen Charakter erstellen. Ich gehe jetzt zurück zum Titel. Denn an dieser Stelle werden wir den Part für heute beenden. Mehr kann ich ja sowieso auch nicht mehr machen. Ich bin richtig gespannt auf das Spiel. Ich glaube, das wird richtig cool. Wenn ihr wollt, joint gerne meinen Discord und zeigt mir, ob ihr schon Charaktere erstellt habt. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf Samstag mit dem ersten Let's Play zu Dragon's Dogma 2. Habt einen schönen Abend. Bye!